sind die Kinder die Protagonisten, die genau das erleben müssen. Die müssen sehen, ich habe hier eine Umwelt, mir gefällt hier etwas nicht. Wie kann ich das verändern? Wir hatten Beispiele, die Kinder haben gesagt, na ja, es ist so schmutzig, hier ist aber kein Abfalleimer. Dann werden Briefe geschrieben. Dann haben wir lange gebraucht, aber wir haben die Abfalleimer bekommen. Wir haben keinen richtigen Schulhof. Also wieder ein Projekt. Wir schreiben an die Stadt. Wir haben zum Glück in Stuttgart ein Kinderbüro und haben da auch Unterstützung erhalten. Dann haben wir von der Stadt die Beete überlassen bekommen. Seit 2013 sind wir dabei, die Zukunftswerkstatt Kinderkonzeption der Stadt Stuttgart mitzuschreiben und mit zu beeinflussen. Und es gibt immer einen Forscherkurs, der bei den Mitmischgruppen, was ein sehr schöner Name ist, einfach mitzumischen und da die Vorschläge der Kinder einzubringen. Es ist auch wichtig, den Kindern zu vermitteln, nicht alles kann umgesetzt werden. Aber in einem demokratischen Prozess wird eben dann geschaut und die Kinder werden gehört.